Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, es ist endlich soweit. Songs aus der Bohne Teil 3 hat es nun auch endlich online geschafft. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, das Video wurde von, ich glaube, Sony Music kurz bevor es online gehen sollte, geclaimed, weil sich irgendwie eine Minute lang ein Lied aus Songs aus der Bohne 3 zu sehr nach einem originalen Lied von Sony Music angehört hat. Und das wurde deswegen geclaimed. Das ganze Video wurde geclaimed. Ja. Probleme eines YouTubers, ich check die Richtlinien auch nicht und finde auch, dass es zu übertrieben ist. Aber wir sollen uns einfach freuen, dass es jetzt online ist. Und auch Shoutout an den lieben Vince, der hat nämlich kurzerhand, glaube ich, noch einen anderen Song jetzt mit eingebaut, eine andere Melodie, damit es nicht mehr geclaimed wird. Ey, auf jeden Fall dicke Props an das ganze Team von Ju, dass sie so schnell irgendwie jetzt das noch online bekommen haben und dass es trotzdem heute noch online gekommen ist jetzt. Und Freunde, ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr lange rum, wir schauen zusammen rein. Songs aus der Bohne Teil 3, was bisher geschah. Leute, Legenden Teil 2 mit Hauptrolle natürlich Flo der Flo. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Leute. Los geht's. Was bisher geschah. Okay, wir nehmen keine Bohnen mehr. Ey, wenn du gar keinen Bock auf mich hast, dann sag mir das doch. Hier passiert erstmal gar nichts, bevor die Strafe gezahlt wurde oder die Polizei hier ist. Oh Gott, da war ja sogar ich noch zu sehen. Also eine Ehre hier. Woher habt ihr die Bohnen? Was soll das heißen, die Bohnen? Was soll das, Rezo? Was soll das? Ju? Oh, das Ende war so geil, Leute. Was ich da, das hätte ich nie gedacht. Die Bohnen sind. Ey Leute, ich bin echt gespannt. Ich muss sagen, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Bei dem Typen da? Wow, war das wieder eine spannende Folge! Was? Was macht der da? Lol. Hä? Ist ja übel gut. Hä? Du hast ja extrem viele Bohnen. Nein! Yo. Das solltest du doch gar nicht sehen! Fuck! Warte mal kurz, kommen die Bohnen etwa von dir? Ey, warte! Alter, John! Hilfe! John, hallo? Leute? Hallo? Hier ist Amanda live aus Aachen und wir sind wieder auf der Suche nach Skandalen. Und mal sehen, was uns heute hier erwartet. Ich glaube, da haben wir schon unseren ersten. Welche Frau haben Sie betrogen, dass Sie vor die Tür gesetzt wurden? Hat sein Studium nie beendet. So aber nicht, mein Lieber. Oder ist das ein verzweifelter Versuch, Klicks zu generieren? Oder denken Sie, dass diese Übersexualisierung gut bei Ihrer minderjährigen Zielgruppe ankommt? Sind da Masken, ich glaube schon, ja. Stimmt das, dass Sie mal eine Frau waren? Was? Herr Leute! Herr Bank, machen Sie ein großes Video? Können Sie mich mal so ein großes Video machen? Machen Sie ein großes Video? Nicht jetzt vielleicht. Also gerne ein andermal. Oh mein Gott, Julian Bam schlägt einem kleinen Kind. Hat heute einen neuen Song auf Spotify veröffentlicht? Freunde, den checken wir ab. Den checken wir. Wisst ihr, wann wir den abchecken? Genau heute. Also Freunde, für alle, die neu sind, lasst gerne ein Abo da. Wir checken heute noch den neuen Spotify-Song in der Vollversion ab. Sein Herzenswunsch aus. Hast du seine Fans oder kleine Kinder? Beides. Beides. Hä? Schon gut, wir fragen einfach Revi. Nein, ich hasse Revi. Ah, das war süß und richtig fies zugleich. Oh Mann, der arme Revi. Hä? Schon gut, wir fragen einfach Revi. Nein, ich hasse Revi. Oh, wie gut der Kleine hier das gemacht hat, hier sehen Sie den insolventen YouTube-Star Julian Bam, wie er unbekleidet kleine Kinder zum Weinen bringt. Ein Einzelfall? Was meinen Sie? Yo, Bro, Mund auf! Ey! Das war Rick von den Space Frogs. Halt dein Maul, hör zu viel Gelaber für Kopf und ich hör eh nicht zu. Ja, ich weiß, du hast Bock auf ein Interview-View. Boah, ich liebe Apache, Leute. Blog, ein Ghetto-Rendezvous-Wu, keine Leute in der Fortu. An unseren Füßen Crocs, auf einem Fahrrad für zwei. Oh shit, da stehen zwei Cops, aber hab Ausweis dabei und zwar... Ey, Real Talk, Mann, Apache ist gerade der Heftigste. Boah, freut mich, dass er hier mit dabei ist jetzt. Die Eistat-Botch. Von Autogramm, ich sag nein, mach vor Stoppschild nicht top. Nur für Pumpe in der Box. Ja, Mann. Hab mich lange nicht getraut, dir zu sagen, aber du bist eine geile Joya. Ich könnte hier Gänse vor alle haben, aber du machst mich schon wie hey, einfach mit diesem kleinen Jungen, Mann. Finde ich voll cool, dass er dabei ist, irgendwie, weiß nicht. Voll der coole Junge. Leica, ich hab keinen Bock jetzt hier noch um den heißen Brei zu reden. Sag mir, willst du mit mir gehen? Ich stell die Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und in ein paar Tagen ist es schon wieder vorbei. Frage aller Fragen, kreuze an. Ey, das ist wirklich vielleicht gut. Ja, ich weiß, du bleibst nicht nur wegen meinem Hype.
Er hat wirklich geschafft, so die drei, vier bekanntesten Songs von Apache hier reinzumachen, dass es sich wirklich einfach komplett nach Apache anhört. Heftig. Oh mein Gott, ist das Mark Forster mit seiner neuen Freundin? Mark Forster! Ich bin nicht Mark Forster, Mann! Der arme Thomas, Mann, der arme. Er sieht aber wirklich aus wie Mark Forster. Hey. Zwillingsbruder. Geile Kamerafahrt, geile Kamerafahrt. Unnötiger Backflip geht immer. Angeber! Bleib stehen! Was? Ja, ich freue mich auch sehr. Du bist aber ein hässliches Kind. Ah, Gucci, Gucci! Okay. Lauf einfach! Hören Sie mal, was machen Sie mit meinem Baby? Ich wollte nur Ihr Kind auf... Einfach wer sein! Hilfe! Polizei! Hilfe! Ey, direkt GTA auf 5 Sterne, Leute. Direkt 5 Sterne, Helikopter und ein Boot fallen in ihn rein, Alter. Okay, Rammstein, das ist gut, ist gut. Ich hab auf dein Kind gerotzt. Du, Dutzend Keime auf seinem Kopf. Erbrechen und Schüttelfrost. Boah, das ist wirklich gut, Alter. Das ist wirklich halt. Das ist einfach Rammstein. 1-2-1, Leute. Sieben Nächte auf dem Pott. Ich wollte es natürlich impfen, dass es Antikörper bildet. Oh! Hatschi! Und die Rose fliegt. Ich weiß nicht, ob ich richtig abgehen soll oder ob ich mich einschließen soll in meinem Zimmer und in eine Decke einrollen soll, Alter. Real Talk, das ist stark. Boah. Oh! Kennt man. Es essen nur noch durch den Schlauch. Wir wären Bakterien im Bauch. Hier irgendein Reime auf Bauch. Ey, dieses Gurken so ein Ding schon wieder mit drin. Moin. Ich liebe Ju einfach für diese Easter Eggs, Freunde. Diese ganze kleinen Easter Eggs da drin. Auf Bauch. Sieh sicher, dass ihr Kind raucht. Ich wollte es natürlich impfen, dass es Antikörper bildet. Oh, Hatschi! Und die Rose fliegt. Oh, Hatschi! Es brennt einfach! Und die Rose fliegt. Das arme Kind, Mann! Jazz mit am Start, geil, Alter. Ich kenne dich doch irgendwoher. Ah, nee, er sah echt aus wie Rick von den Space Frogs, aber das ist... Fuck, Mann, wie heißt der? Mann, ich hab seinen Namen vergessen. Das ist ein ganz bekannter. Der ist doch ganz bekannt. Das ist ein ganz bekannter Musiker. Ich hab leider seinen Namen vergessen. Der sah aber echt krass aus wie Rick von den Space Frogs, oder? Ah, genau. Curly. Ja, Curly, genau. Curly, was geht hier eigentlich ab? Dicker, komm mit, hier können wir nicht reden. Wenn ich uns hier finden, foltern wir uns zu Tode. Bitte machen Sie etwas. Okay, so weit habe ich das kapiert. Nihau, nicht der Bohnenhändler. Nicht nur der Händler, sondern auch der Bohnenarchitekt. Du hast die Bohnen erschaffen? Und die Maskenmenschen, wer sind die? Ach, die nerven schon die ganze Zeit und suchen mich überall. Diese Reue-Dinge. Ey, Bruder, ich möchte sowas nicht machen. Ich glaube, ich bin mega verspannt, aber ich hätte Angst, dass mir Knochen gebrochen werden. Auf jeden Fall sollten wir erstmal deinen Freund Julian finden. Was? Ich bin doch Julian. Ach so, ja, der andere Julian. John? Genau. Aber worüber reden wir gerade? Hä? Und das Land verlassen.
Okay. Ja! Mr. Food, yo, Pon Kai, ka. Okay, wir können. Ich hätte. Curly? Muss schnell weg. Habt ihr was da gelassen? Wir sehen uns, John Groß Curly. Wir sehen uns, John. So, vielen Dank. Oh, Stress! Brennt! Löschen, 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 löschen. Oh, scheiße, scheiße, oh, scheiße. Gott. Gott. Nein! Es ist genau das, wonach es aussieht. Sorry, ich spreche kein Asiatisch. Erstmal, ich spreche kein Asiatisch. Ist das so eine, ist Asiatisch eine Sprache? Nein, oder? Nein, Asiatisch ist keine Sprache. Ich dachte gerade kurz. Und du bist schlimmer als Revi. In allen Sprachen versteht man diesen Satz gleich. Die Verbindung ist schlecht. Ich kann nicht hören. Ich brauche irgendwas Asiatisches. Freunde, schaut bei meinem K-Pop-Kanal vorbei. Jeden Tag BTS und Blackpink Uploads. Ich schwöre, ich bin gerade neu drin und ich liebe BTS. Ich liebe BTS. An meine Mutter dachtet, guess so, guess so. I just listen to my heart. Massagierels hat ein Hesso, Hesso. Aber bitte mach nicht weiter. Kolo, Daddy, Chima, Wedel, Wedel. Hajima. Er sieht gut aus, auch mit dem Musikvideo. So. Classic Dance Move. Jetzt bekomme ich Hunger, obwohl Leute nicht mal was Wirkliches essen hier, Mann. Du hast was verstanden. Ich hab keinen Plan von dieser Sprache oder Thailand. Koreanische Speisen, da bin ich bewandt, doch ich hab sie noch nicht. Ich finde, ey, dieser Blick ist einfach ein Meme. Dieser Blick ist einfach ein Meme, wenn ich irgendwas Komisches mache und meine Eltern mich zufällig dabei beobachten. Oder wenn ich so eine Sprachnachricht an meine Freunde schicke und ganz komische Geräusche mache und mein Vater mich dann so anguckt, so, you good, bro? Exakt, das ist dieser Gesichtsausdruck, Mann. Alle benannt, Barbecue, Doc Monkey danach, bringst du dazu. Oh mein Gott, ich liebe dieses Food. Das hat sich gerade mal nicht. Huch. Sorry. Okay, Freunde, ganz kurz. Für alle, die wieder neu sind. Ich muss eine kurze Werbeunterbrechung reinknallen. Hey, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst jetzt ein Abo da, Freunde. Ich bin gespannt, wie viele Leute wieder zusammenbekommen und wir bei der nächsten Julian Bam Song Reaction wieder begrüßen dürfen. Also, falls ihr neu seid, jetzt abonnieren, einen Kommentar schreiben und alle, die schreiben, dass sie neu sind, kriegen ein ehrenwertes Herz von mir, Freunde, ja? Ein einzigartiges Herz. Boah, John! John! Du bist entkommen! Ja! Wie? Ey, mega die lange Geschichte. Also. Ah, okay. Heftig. Und ich habe noch diesen Curry getroffen. Oh, krass, das hast du gar nicht erwähnt. Ja, diesen mega langen Bart. Hä? Scurvy! Ju, ich bin in Halle 420. Die Massendudes haben mich gefahren. Komm schnell! Hallo 420, Freunde. Derby ist in Gefahr. Curvy, Curly, Curvy, Derby, Derly. Okay. Furby! Furby, das ist mein Lieblings-Furby. Curly, was passiert? Ist das eine... Legt eure Bohnen hier rein, wenn ihr euren Freund retten wollt. Tu's nicht. Tu's nicht! Aber dann stirbst du. Tu's doch! Ey, bitte, sagt ihr... Du auch! Habt ihr ein paar Bohnen noch aufgehoben? Ihr müsst Bohnen aufgehoben haben. Das darf doch jetzt nicht das Ende sein. Aber was ist mit Curly? Das ist jetzt euer Problem. Bitte sag, ihr habt Bohnen aufgehoben. Es ist zum Falle, Jungs. Scheiße, haut ab. Nein, wir lassen dich nicht allein. Vergiss es, das war's. Wir haben keine Bohnen mehr. Er hat alle mitgenommen. Oh ja, du hast noch 3 Bohnen über, oder? Oha. Ey, ist das eine Anspielung an Breaking Bad vielleicht? Mit dem blauen Bohnen, blaues Meth so ein bisschen? Hat mich ein bisschen daran erinnert auf jeden Fall. Was sind das für Bohnen? Das sind Bandbohnen. Jede Bohne steht für einen Musiker. Aber sie funktionieren nur zusammen. George Harrison. Ringo Starr? Und ich bin Paul McCartney. Lol. Aber wer ist John Lennon? Scheiße, das stimmt. Die fucking Beatles. Oh nein, der Superfan. Der Superfan returns, Alter.
nicht. Mein Beatles. Shit, ich glaub, die geht gleich hoch. Shit, Bruder müssen los. Shit, aber was mit Curly Bro? Kann noch nicht sterben, noch nicht sterben. Bitte holt, bitte holt. Mama, Papa, Ex und meinen Hund. Das Telefon, Telefon. Und sag ihm bitte, holt die Pflanze vom Balkon. Vom Balkon. Ich glaube, das ist der Part, der geclaimed wurde, weil das, ja, das ist der Part, der geclaimed wurde. Krass. Ey, aber wirklich gut. Alter. Ich geh, denn heute gibt's Brokkoli im Angebot. Lass mich nicht allein mischen. Impossible Mission. Ist nicht das schwarze Kabel, John Adju, du Idiot. Idiot. Schneid das graue Kabel durch. Jo, Bruder, das ist rot. Das ist das so. Bin ich jetzt so verwirrt, ihr schafft es schon. Vielleicht. Erst das grüne Kabel und oh shit, die Zeit läuft schneller. Tick, tick, tick. Dann die blaue Leitung und oh, das war nur Feuermelder. Rund macht Zahlen zu, Emojis leuchten heller. So hell. Hä? Achte mal auf den Hintergrund. Also, wartet, ich muss nochmal nachschauen. Rund macht Zahlen. Warum, Leute? Also, ich weiß nicht, vielleicht war es wichtig, um die Bombe zu entschärfen oder so. Aber John, okay. Mach was du willst. Zu Emojis leuchten heller. So hell. Oh shit, sie geht gleich hoch. Vielleicht hilft mich denn nicht. Hilft auch bei allem scharfen Ding. Scharfen Ding. Und die Wirklichkeit, ja, es könnte sein, dass das gelingt. Klappt immer. Oder Paprika und Chelsea könnten wirklich noch was bringen. Noch shit, was kein gutes Zeichen, weil die Lampe jetzt auch noch blinkt. Hört auf zu tanzen, was soll tanzen? Über Grins, über die Zeit ist so, wie Masken-Dudes, ja, die gewinnt. Die gewinnt. Kommt auf das Licht, allein wir kriegen es nicht hin. Es geht und ich überlebe damit die Bohnen weiter singen. Oh nein! Ich hab euch in Gefahr gebracht. Sie wollten nur mich. Ihr müsst überleben! Hey! Nehmt meinen Pager! Ihr werdet schon merken, wann ihr ihn braucht. Und jetzt hat John, glaube ich, im Hintergrund einfach Liegestütze gemacht. Und tu mir einen Gefallen und lösch meine Festplatte, bevor meine Mom sie findet. Besser ist es. Besser ist es, Bruder. Vergesst die Festplatte nicht! Auf die Unterordner! Und die Musikbanane! Curly! Furby, ja, Derby! Alle Bohnen wurden vernichtet. Die? Die sind auch kein Problem mehr. Die sind bei der Explosion draufgegangen. Der Pager? Oh, mega Avengers Infinity War Anspielung hier. Auch mit der Mucke. Ja, Mann. Infinity War Anspielung. Freunde, der Mann und Mond! Übrigens, Freunde, geiles Shirt, oder? Ich finde das Shirt ganz cool. Ja, ich fand's nice. Deswegen auch, ey, Leute. Was steht auf dem Shirt? Rocket Man. Ey, ich will nicht sagen, dass ich mit im Verhängnis gerade bin hier. Leute, der fucking Mann im Mond, Alter. Der Mann im Mond. Wow, war das wieder eine spannende Folge. Der Song Nein, vielleicht ist jetzt in Vollversion. Der ist in Vollversion sogar da. Nicht vergessen zu abonnieren. Abonnieren. Und ein Like da lassen. Ja. Freunde, lasst bei mir gerne jetzt auch ein Like, da würde mich sehr freuen. Für uns. Bis zum nächsten Mal. Was? Mein. Und nicht vergessen, Insider Merch gibt's nur noch bis Montag. 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 Ja, ich weiß, du bleibst nicht nur wegen meinem Hals. Ey, Freunde, kleines, großes Mini-Fazit, ja. Wir haben vielleicht gemerkt, dass ich das ein bisschen mitgecallt habe hier, dass ich vielleicht ein bisschen verstreckt bin. Aber Leute, es geht zum Mann im Mond. Es geht zum Mann im Mond. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Dafür liebe ich Ju, Alter. Alles verstrickt, alles gehört zusammen, Alter. Boah, und von Apache das Song als Vollversion auf Spotify werden wir heute Abend noch abchecken für euch, Freunde. Ich lege eine extra Schicht ein, werden wir uns heute noch ansehen. Auf jeden Fall. Ich bin am Start für euch, Leute. Ich bin gespannt. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr, wie gesagt, ein Abo da lasst, einen schönen Kommentar schreibt und ein Like. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, Mann im Mond, Rocket Man, ich habe alles gecallt anscheinend. Es ist alles verstrickt, Alter. Oh mein Gott. Es würde mich nicht wundern, wenn der nächste Teil einfach bei mir zu Hause stattfindet und ich check's einfach nicht und ich weiß nichts davon. Freunde, wir sehen uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.